Es ist soweit, wir haben das Ende der heutigen Premiere erreicht. Seht mal! Die Spule für die blaue Luftschlange. Da ist sie. Endlich haben wir sie erreicht. Wobei die da eher so ein bisschen violett aussieht. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um den Darstellern zu applaudieren. Wie sich das gehört. Und hier kommt er, der Held der Show. Verbeug dich mal, Mario. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, in die Nähe der Spule zu kommen, Mario. Mit dem Toter, der da steht. Sieh jetzt nicht hin, Mario, aber ich habe hier Pilze, die sich helfen können. Eigentlich habe ich keine Lizenz für den Verkauf, aber nicht rumerzählen, ja? Brauchst du Pilze? Ich glaube nicht. Nein, alles gut. Wenn du später noch Pilze brauchst, sprich mich einfach ganz unauffällig an, ja? Was gewinnen, bitte! Okay. Ihr Cretans, kulturelle Krumenpicker? Rotkrumen. Ah, Mario im Rampenlicht, es ist obszön. Losgeknebelte Watson. Ja, Ovations. Ovations für den wahren Star, nämlich mich. Das gibt's im Deutschen, das Wort. Ich kenne nur Standing Ovations. Ja. Als ob das wirklich einfach Gummibandwesen ist. Der elastische Entertainer, das Gummiband. Warum ist... Was? Lieber. Warum ist eigentlich immer ein Boss so ein bisschen angekündigt, von wegen der Tempel des Wasserpergamentons mit dem Wasserpergamenton und so, und so ein bisschen was fast schon Mystisches, Besonderes. Und der zweite Boss ist einfach erst eine Packung Buntstifte und dann ein Haufen Gummiband. Ja. Das ist so dumm, dass es irgendwie wieder richtig genial ist. Und der Auftritt war schon geil. Ja. Wer bist du denn? Hältst du dich etwa für den Chef hier? Wobei dein Auftritt gerade ja schon schick war, das stimmt. Jedenfalls, mein Freund Mario hat ja den Weg hierher schon 100-mal die Show gestohlen. Frag nur die Leute. Hey! Stopp mal! Dann steckst du hinter der ganzen Theatergeschichte? Warum ist denn jede Vorstellung voller Fallen und fieser Tricks? Hals- und Beinbruch, das sagt man doch nur so. Stell dir mal vor, wenn Mario wirklich was passiert wäre. Stimmt's nicht, Mario? Schließlich bist du ja nicht aus Gumm. Moment! Aber du bist aus Gummi! Viel zu One Piece Man. 1000 kleine Gummibänder. Dann bist du also der Fiesling, der die ganzen Toads gefesselt hat. Gib's zu, Bänderberg. Welch Monolog. War das Impro? Ich bin entzückt. Kleines, hast du nicht mal selbst an der Karriere auf der Bühne gedacht? Aber wir wollen den Tag ja nicht vor dem Abend proben. Jetzt ist erstmal Zeit für eines. Eure Dernier? Euer Abschied? Es hätte sie mir auch auf Deutsch sagen können. Macht euch bereit, Banausen. Nun küsst ihr die Bretter, die die Welt bedeuten. Okay, Jan. Okay, Let's Boss go. Time. Also, sie ist schon cool. Oder er. Oder es. Wie auch immer. Also vom Gesang hätte ich gesagt, eh sie? Jetzt bekommt ihr die elastische Energie meiner Schnipsgummis zu spüren. Achtung, diese Vorstellung dehnt sich. Schnipsfallen. Da sollten wir wahrscheinlich nicht drauf. Denke mal. Wir können ja erstmal wieder versuchen, den Brief zu kriegen. Ja. Und dann erstmal draufhauen.
Der kann doch nicht einfach unsere Felder wegschnipsen. Die brauchen wir doch noch. Und komische Gummibänder sind jetzt auch überall gespannt. Was die wohl sollen? So, fang mal an, das da vor dich zu schieben. Ja. So, dann gehen wir dahin. Dahin. Ich überlege gerade, ob es vielleicht was bringt, sich das direkt vor sich zu legen. Weil du läufst direkt an dem Anschalter vorbei und könntest einmal direkt mit den Faltarmen draufhauen. Könnte ich auch, also so quasi. Ja, und du kannst dir noch einfach das vor dich schieben für eine Aktion mehr. So. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Okay, einfach mal gucken. Versuch doch mal, in eines der gespannten Bänder hineinzulaufen. Wehtun können sie dir nicht. Okay, das ist gut zu wissen. Ah, ich hätte die jetzt nämlich voll vermieden. Ja. So. Was kannst du jetzt machen? Seine... Ziehen? Oh, wow! Ihr wagt es, an meinem Kopf Putz zu ziehen? So springt man doch nicht mit einem Star um! Das hat richtig fett Schaden gemacht. Ich frage mich gerade, ob vielleicht Hämmern oder Springen auch etwas schwierig wäre, weil sie ja einfach wobbly ist. Ja, weil es einfach vielleicht voll abprallt oder so. Aber das hat gut einen Schaden gemacht. Jo. Können wir vielleicht häufiger mal benutzen. Rückschlag. Heilt sie sich? Ja, die heilen sie ein bisschen. Ah. Interessant. War nur um 5. Schau mal, er konnte sich nicht alle Gummibänder zurückholen und jetzt fehlen ihm welche. Ob die auf dem Feld dann sind, wenn du drauf haust und wenn du zu viel Schaden machst, zum Beispiel mit den Faltarmen, bleiben die weg? Lebt ihr ein fesselndes Solo. Passt auf, gleich könnt ihr euch vor Rührung nicht mehr rühren. Oh. Gut geblockt. Die Frage, ob man da mal durchläuft. Oh, da ist eine Truhe, die hätte ich gerne. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Nehmen wir wieder die Faltarme oder nehmen wir normalen Angriff? Durch die Faltarme, oder wenn es geht. Okay, wir gehen, dann heißt einmal... Oh, Moment. Wir haben keinen Fall nach unten. Das heißt, wir müssen zwangsläufig da mal drüber laufen und hoffen, dass es dann nach unten bringt. Ja. Weil sonst kommst du dann nirgendwo hin. Ja. Das heißt, wir lassen das erste so, wie es ist. Ja. Dann schieb dir mal der Einfachheit halber das Feld dahin. So. Ja. Dann die Truhe vor dir da drüber. Und das ein Feld auch einmal dahin. Und dann hoffen wir, dass das klappt. Ja. Ist da die gleiche Info? Ja. Okay. Oh. Was hat das jetzt gemacht? Ich habe es nicht verstanden. Das hat dich ein Feld in die Richtung, glaube ich, geschubst, die hier drauf stand. Weil sie es hier hingezeigt hat. Ah, also fungiert es quasi auch als Pfeil. Ja, aber dann läufst du weiter in die Richtung, in die du gerade gelaufen bist. Oh. Das ist nicht so gut. Das heißt, die muss ich auf jeden Fall blocken. Schnalzbefreier. Aua! Schmerzhaft. Okay. Aber dann wissen wir schon, was passiert, wenn du getroffen wirst. Und wir wissen, wie die Pfeile funktionieren. Er hat dich mit den Gummibändern gefesselt. Glaubst du, das kann man irgendwie vermeiden? Okay. So, er hat jetzt wieder das Ding weggemacht. Wir können ja trotzdem mal... Die Faltarme sind noch aktiv. Ja, wie kommen wir nach unten? Ah, wobei, ich glaube, ich sehe es. Leg dir mal die Faltarme dahin. Ja. Das Herz dahin. Ja. Nee, Moment, zurück. Mach den letzten Zug auch nochmal rückgängig. Leg dir das Herz dahin. Ja. Und die Faltarme dahin. Wo war dahin? Eins weiter. Ja. Genau. Jetzt müsste das eigentlich theoretisch so laufen, dass du hier entlang läufst, da reinknallst, da weiterläufst, da reinknallst, da weiterläufst, da reinknallst und da stehen bleibst. Soll ich es jetzt mal so aktivieren? Ja. Und dann gucken wir mal, ob das so richtig ist.
Sogar schon ähnlichsten. Lauf nah an den Gegner, ehe du die Faltarme einsetzt, dann kannst du mehr Gummibänder greifen. Okay. Zieh die gegriffenen Bänder dann so weit zurück, wie du kannst und lass sie zurückschnalzen. Aber man kann auch von weiter weg die Dinge aktivieren, das ist interessant. Ah. Was? Hm. Das war jetzt nicht so geil. Nee. Du musst wahrscheinlich jetzt springen, oder? Oder? Wait, einen Wurfhammer könntest du mal verwenden. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, dann. Aber warum hat er jetzt hier schon... Ich hätte gedacht, es passiert einfach nichts. Aber ich habe immer gut Schaden gemacht. Aber die liegen jetzt alle da rum. Das heißt, die kann er sich wieder einsammeln? Ja, wahrscheinlich. Ja, das hat es gebraucht. Das heißt, wir müssen mit den Faltarmen eigentlich agieren. Habe ich so das Gefühl. Oh nein, das Abelmonster hat sich ja die ganzen losen Bänder einfach wieder einverleibt. Ja, da war halt ein Aktionsfeld, aber wir dachten halt auch, es ist immer so, es gilt nur... Au! Yikes! Ich dachte, es gilt halt nur, wenn es ganz vorne ist. Aber anscheinend kann man bei dem Boss halt auch aus der Entfernung kämpfen. Also das Angriffsfeld haben wir schon gesehen, keine Sorge. Aber ich dachte halt, es wäre dann einfach irgendwie, weiß ich nicht, aber... Ist okay. Eigentlich dumm, aber ich dachte, es macht dann einfach nichts. Dann. Das passt so, dann landest du da. Dann dreh dir das Herz mal dahin. Ja. Dann läufst du hier weiter, hier weiter, hier weiter. Einmal im Kreis herum, dann gehst du da runter. Ja. Willst du das Herz da auch nochmal eins nach links schieben, das da? Also eins genau dahin, dann läufst du hier weiter, gehst hier dran vorbei, dann gehst du hier runter. Und dann müsste da ein Feld hin. Und dann packst du das Feld noch dahin. Da. Ja. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert, wie geplant. Man muss es halt erstmal so ein bisschen... Oh, never mind. Das Ding aktiviert sich echt ab jeder Entfernung. Das hat er doch auch gerade gesagt. Heißt das, wenn du ihm jetzt richtig schön von der Entfernung einmal die Gummibänder wegziehst? Eben nicht. Er meinte, du musst nah ran. Ah. Hast du gerade nicht mitgelesen? Aber ich ging nicht davon aus, dass selbst aus der Entfernung... Doch, natürlich. Aber da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weil ich einfach das gemacht habe, was du gesagt hast. Ah, okay. Also das bringt von weit hinten gar nichts. Okay, dann weiß ich jetzt wenigstens die ganze Mechanik da drin. Dann können wir jetzt also ein bisschen, kann ich das ein bisschen besser planen. Das Problem ist, ich muss die ganze Zeit verzweifelt versuchen zu blocken, während du noch alles ausprobierst. Ja. Das ist ein bisschen unschön, vor allem, weil ich nur noch halbe KP habe. Ja, und da habe ich zu früh geblockt. Überlebe ich das jetzt überhaupt nochmal, wenn er angreift? Weil ich habe 3 Gummibänder um mich herum. Hm. Und ich kann ja auch nicht blocken. Weil, ne? Oh ja, da war mit einem alle weggehauen. Okay. Also du hast eh da einen Wiederbelebungspilz. Ja, aber ne, muss jetzt ja auch nicht unbedingt okay, sein. Okay, dann lass mich jetzt nochmal genauer gucken. Ja, bitte. So. Das heißt, wir dürfen wirklich nicht an den ganzen Aktionsfeldern vorbeilaufen. Nee. Das ist echt gemein. So, du läufst los. Kommst an den Truhe vorbei, gehst dann da runter. Aber du gehst dann noch einfach weiter? Dann geht er weiter. Hier lang. Jetzt muss ich wissen, ob das einfällt. Da, das muss man gleich mal beachten. Dann gehst du wieder runter, dann gehst du hier entlang. Nee, dann müssten wir uns das vorher mal dahin schieben. Schieben wir das einmal? Genau dahin, das ist schon mal okay. Dann geht er hier, dann geht er in die andere Richtung. Da ist auch kein Fels, da wirst du hier runtergeschnalzt. Und dann müssten wir das einmal dahin noch schieben. Und das klappt jetzt auch? Dann gehst du jetzt hier, da dran, knallst runter, gehst weiter, knallst runter. Gehst weiter, gehst wieder zurück, knallst runter und bist dann da. Das sollte funktionieren. Die Heilung, kann man die noch irgendwie... Ich glaube nicht. Ich glaube, da musst du... Vielleicht hast du Glück und du läufst an Heilung vorbei sonst? Immer dieser Brief, ne? Ja. Da steht's auch nochmal. Okay, jetzt verstehe ich das auch mit dem Brief. So. Die sind aktiv, du drehst um. Was? Wow, ja. Ja, ich wusste nicht, dass das Ding dich auffällt. Wie dumm! Ich weiß nicht, ob ich die Runde jetzt nochmal überlebe. Na, schon wieder verkackt. Nee, die überlebe ich nicht. Weil ich kann jetzt nicht mehr blocken. Dieses dumme Gummiband, was auf dem Boden lag. Das Problem ist halt einfach, dass ich mich sehr darauf konzentrieren muss, vernünftig zu kämpfen. Oder ich meine, das mit dem Blocken klappt halt bei dem Boss leider nicht ganz so gut. Aber ich muss mich halt darauf konzentrieren. Und halt so zu drehen, wie du es haben möchtest.
in dem Zeitfenster. Deswegen achte ich halt nicht wirklich drauf, was ich mache. Aber du hast jetzt ungefähr alles einmal falsch gemacht, was du hättest falsch machen können. Echt mal, ja. Dementsprechend hoffe ich, dass du es jetzt mal so machst. Dahin. Dahin. Das heißt, nicht mal nach hinten laufen. Nee. Kannst du den Ring einmal dahin schieben? So. Ja, weil dann fällst du hier runter und dann müsste er eigentlich weitergehen. Im Idealfall, ne? Ja, nach unten. Wobei, nee, schieb den zurück. Und zwar so, dass der da ist. Also. Den, genau. Weil dann läufst du darauf, dann läufst du dahin und dann landest du dort jetzt, ne? Sehe ich jetzt richtig. Da, 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 runterfallen, da, 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 runterfallen, da, 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 runterfallen. Ja. Dann soll das jetzt hoffentlich endlich mal klappen. Nachdem ich 30 Fehler gemacht habe erstmal. Ich meine, es ist halt auch sehr viel zu beachten im Vergleich zu anderen Bosskämpfen. Also ich finde schon, dass da immer mehr dazugekommen ist im Laufe der Zeit. Aber natürlich schon ärgerlich, dass wir jetzt einmal K.O. gegangen sind, ne? Ja. Also es ist schon viel, worauf man achten muss. So. Da musst du so viel beachten. Du darfst nicht da vorbeilaufen, du darfst da nicht vorbeilaufen. Das ist. Du darfst nicht zu früh auf das Aktionsfeld, du darfst nicht zu früh auf das faltarme Feld, weil du halt in beiden Fällen sonst keinen Schaden machst oder beziehungsweise der sich halt wieder heilt. Anstrengend, aber ich finde den Kampf prinzipiell cool, aber du musst echt auf tausend Sachen achten. Oh, der hat keine Dinger hingelegt. Aber wir müssen auf jeden Fall die Faltarme wieder einschalten und die Truhe, oh, die Truhe ist egal, aber die Faltarme wieder einschalten. Ja, die sind auf der dritten Etage. Das heißt, du läufst, schieb dir kann das mal nicht dahin. Das und dann die Faltarme auch nochmal schieben. Genau, und die Faltarme auch dahin. Ist irgendwo noch Heilung potenziell? Ja, aber du kommst da nicht dran. Nee. Ja, du gehst jetzt einfach direkt durch und ja, holst dir alles und dann besiegst du ihn. Meine Güte. Da bin ich sehr froh, dass wir uns da so ein bisschen aufteilen, dass ich versuche, das halbwegs gut hinzukriegen. Das Blocken, wie gesagt, habe ich jetzt nicht ganz so drauf gehabt, aber trotzdem. Und du... Oh, das hat jetzt so wenig Schaden gemacht. Und du guckst einfach, wo wir landen müssen. Weil jetzt auf einem KP runter ist, ist es nur ein großes Gummiband noch. Huh. Schau nur, wie das Band wankt und wabbelt. Irgendwie voll eklig und schwer zu greifen. Ihr Vandalen! Meine Blöße! Und das mitten im Rampenlicht! Jetzt kommt wahrscheinlich Phase 2. Ihr habt mich zum Alleinunterhalter degradiert. Das sollt ihr mir büßen. Zeit für die naturalistische Methode. Gra! Solo-Schnalzer. Oh. Yikes! Der kam so schnell, ich wusste nicht, wann ich den blocken soll. Okay. Die Heilung wäre gut. Ja, am besten beide. Beide wenn wir, beide, wenn wir beide kriegen. Aber du musst auf jeden Fall an das Feld nochmal vorbei. Ich guck aber gerade. So schwer zu greifen, heißt das, wir müssen auf ihn draufspringen? Oder ihn hämmern? Doch, es sind Aktionsfelder. Aber ich würde da trotzdem greifen. Aber gut, jetzt muss ich erstmal nachdenken. So, du gehst hier entlang, du gehst hier entlang, du gehst da. Nee, Moment, lass es erstmal kurz noch so. Ich denke gerade noch. Das ist aus. Ach nee, aber du musst noch anschalten, ne? Ja. Wenn wir es anschalten und ein Herz haben wollen, nicht das da. Nee, kriegen wir maximal ein Herz und müssen aus der zweiten Reihe angreifen, wenn dann. Dann halt ohne. Also du müsstest das da hinlegen, also das einmal weiterdrehen, weil dann gehst du jetzt hier runter und schaltest die an. Mhm. Ja gut, Moment. Dann gehe ich über das Herz. Oh nee, dann sind hier die Faltarme, das geht auch nicht. Ja doch. Du gehst ich habe keine Zeit mehr, Jan. Lauf los. So? Ja. Du aktivierst sie, holst dir das Herz und gehst dann auf die Faltarme drauf. Aber leider nur in der zweiten Reihe. Ja. Da ist uns einfach die Zeit ausgelaufen. Weiter oben und da unten? Bleib da kurz stehen. Aber du hast auf jeden Fall Zeit. Was? Jetzt ziehen? Schlagen? Ah, I see. Und loslassen. Das hat mich gerade
sehr irritiert, dass ich plötzlich Schaden bekommen habe. Ja. Gut, dass wir das Herz geholt haben. Ich weiß nicht, ob es sonst gereicht hätte. Ich glaube, du hast 30 KP bekommen. Also 8 KP jetzt noch über gehabt. It's closing one. Uff. Ach und weh. Mario, du Schurke. Wie konntest du nur? Du dreckige Schüft. Oh, schlechte Welt. Oh, Grausamkeit. Oh, triste Ungerechtigkeit. Musen, lauschet, wer hier spricht. Hört ihr denn meinen Klagen nicht? Es dünkelt mir die Sicht. Erlischet nun mein Bühnenlicht. Bloß wegen diesem frechen Wicht, der Gummis zupfend feige ficht. O Zeiten voller Niedertracht. So war sie dies, die letzte Schlacht. Adieu, denn nun ist Schicht im Schaft. Okay. Der war schwer, der Kampf. Das war bislang der schwerste Boss. Mario, du hast diesem Theater ein Ende gemacht. Und unserer Gefangenschaft auch. Bravo! Yay! Du hast es geschafft, Mario. Jetzt müssen wir noch die Luftschlange lösen. Darf ich einmal kurz speichern? Ah, gut, es passiert wahrscheinlich eh nichts mehr. Also ich meine, bislang war ja jeder Boss darauf ausgelegt, dass du überhaupt erstmal ausprobieren musstest. Mhm. Und ich finde schon, dass eine deutliche Steigerung von Erdpergamenton und Buntstifte zu Wasserpergamenton und jetzt vor allen Dingen bis zu den Gummibändern gesehen hast, weil einfach viel mehr Gimmicks plötzlich auf dem Feld waren. Ich war auch so smart, jede Falle mitzunehmen. Also hier musstest du halt wirklich erstmal alles ausprobieren. Weil ich weiß auch nicht, ob normale Angriffe Schaden gemacht hätten. Vielleicht, aber ich denke, sie hätte sich vermutlich wieder geheilt. Aber einfach, das mit den Faltarmen hat man halt super schnell raus, dass man die benutzen muss. Allein nur durch die Tipps natürlich auch, aber auch dadurch, dass sie uns ja auch so ein bisschen auf die gleiche Art und Weise angegriffen hat. Nur, dass du da nicht zu früh auf ein Aktionsfeld kommst, nicht zu früh auf ein Faltarmfeld, weil es weiter hinten keinen Schaden macht. Du musst die einschalten, du darfst nicht auf die Gummibänder zweimal treten, du musst gucken, in welche Richtung du geschubst wirst, ne? Und hinzu kommt eigentlich noch, dass die echt viel Schaden gemacht hat. Gerade wenn du sie halt nicht so gut geblockt hast, was mir leider nicht so gut gelungen ist. Und die zweite Phase, wie sie da rumgewobbelt hat, war schon... Hast eine Minute Zeit gehabt, die zu greifen, ne? Und die hat zwischendurch ganz schön Schaden gedrückt. Ja. Also der war schon echt nicht so leicht, aber vom Prinzip her natürlich sehr cool. Aber da bin ich ganz froh, dass wir uns aufgeteilt haben. Ist nur ein bisschen schade, dass ich halt einmal draufgegangen bin. Ich weiß nicht, ob man die One-Ups irgendwo kaufen konnte. Ich meine schon, oder? Weiß ich nicht. Können wir mal gucken, ob wir irgendwo einen finden. Also das war jetzt vielleicht ein bisschen schade, aber gut. Haben wir mal genutzt. Yay. Nächste war gelb? Ich glaube, und lila war auf dem Wasser. Ja. Und gelb war weiter den Fluss entlang. Und blau, nee, was ist die letzte? Dann grün. Mhm. Grün ist dann hoffentlich im Eisgebiet. Aber die blaue Luftschlange ist schon mal gelöst. Und wieder einen Beutel ab. Sehr gut. Hurra! Auf Nimmerwiedersehen, blaue Luftschlange! Gut, Mario, jetzt geht's zurück in die erste Etage, also nimm bitte wieder Platz. Glaub mir, ist besser so. Na cool, gespeichert. Aber uns fehlt ja potenziell immer noch alles hier drin. Wahrscheinlich erst, sobald du rausgehst und sich das alles auflöst. Toll gemacht, ihr beide wart wirklich großartig.
Ich habe mich etwas schlecht gefühlt, weil ich nur zugeschaut habe und nicht klatschen konnte, aber ich habe super laut gejubelt. Ob der eigentlich auf der Tribüne war? Während des Kampfes? Na gut, festhalten, jetzt geht's abwärts.